Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten, und ich erteile Herrn Staatsminister Grüttner zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach dem bundesrechtlichen Schwangerschaftskonfliktgesetz haben die Länder dafür Sorge zu tragen, dass je 40.000 Einwohner mindestens eine Beraterin oder ein Berater in den Beratungsstellen zur Verfügung steht, die allgemeine Beratungen zur Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung, Schwangerschaft und/oder Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten. Dieser Schlüssel bedeutet für Hessen im Moment ca. 154 Beratungspersonalstellen. Dieses ist in den letzten zurückliegenden Jahren stets erfüllt, teilweise sogar übererfüllt worden. Die Beratung erfolgt in Hessen vor allem durch freie Träger, aber auch kommunale und ärztliche Beratungsstellen sind Teil des pluralen Beratungsangebots. Die Beratungsstellen haben bis zur Grenze des Versorgungsschlüssels einen Rechtsanspruch auf Übernahme von mindestens 80% ihrer notwendigen, das ist nicht zu verwechseln mit den tatsächlichen Personal- und Sachkosten durch den Staat. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entsprechend entschieden. Das Gericht hat festgestellt, dass ein spürbarer Eigenanteil der Beratungsstellen von bis zu 20% der notwendigen Personal- und Sachkosten angemessen ist. Ein Anspruch auf 100%ige Kostenübernahme bestehe nicht. Die Förderung durch das Land Hessen ist im Hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt. Die Regelung ist bis Ende 2016 befristet, daher nunmehr diese Einbringung des Gesetzentwurfs. Vieles hat sich bewährt und bleibt ganz im Sinne der Träger unverändert. Die freien Träger erhalten weiterhin eine pauschale Förderung pro Beratungspersonalstelle. Die kommunalen und ärztlichen Beratungsstellen erhalten weiterhin eine Pauschale pro Beratungsfall. Es ist weiterhin eine dynamische Anpassung der Förderpauschale für die freien Träger vorgesehen, und damit nehmen diese automatisch an Tarifsteigerungen teil. Die Förderpauschale richtet sich weiterhin nach einem Vergütungsmix. Das heißt, die Pauschale ist nicht nur nach der Entgeltgruppe der Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen bemessen, obwohl diese im Wesentlichen die Beratung durchführen, sondern zusätzlich wird in Rechnung gestellt, dass auch Verwaltungstätigkeiten erbracht werden und im Einzelfall andere Berufsgruppen wie Juristen, Ärzte und Psychologen hinzugezogen werden. Zugunsten der freien Träger ist von mehreren möglichen Entgeltgruppen stets die höhere gewählt worden. Aufgrund der Evaluation haben sich einige Punkte ergeben, die nun auch verändert werden. Die Auswahlperiode für die Förderfähigkeit der Beratungsstelle wurde von einem Jahr auf 3 Jahre verlängert. Das entspricht der Praxis in vielen anderen Ländern und gibt den Beratungsstellern eine größere Planungssicherheit. Hinsichtlich der Fälle von vertraulichen Geburten wurde ein Pauschalbetrag festgesetzt, den die Beratungsstellen für den entstandenen Verwaltungsaufwand erhalten. Auch dies dient der Vereinfachung und Planungssicherheit. Und dadurch wird das wesentliche Ziel des Gesetzentwurfs erreicht, nämlich Weiterführung der Förderung entsprechend der bundesgesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung der Beratung und Entbürokratisierung des Antragsverfahrens und der Regelung zur vertraulichen Geburt. Insgesamt wird die Pauschale, die gezahlt wird, in Höhe von knapp 70.000 € weiterhin einen Spitzenplatz im Ländervergleich innerhalb Deutschlands einnehmen. Dieses Länderbenchmark ist von den freien Trägern bisher nicht widerlegt worden. Die Pauschale, insbesondere die Tatsache, dass eben nicht die tatsächlichen, sondern eben 80% angemessene Kostenbeteiligung auf der Grundlage einer Mischkalkulation gezahlt werden, wird trotzdem stark kritisiert. Das sei an dieser Stelle nicht verschwiegen. Aber keiner der freien Träger unterlegt seine Kritik mit belastbaren Zahlen. Auch dieses ist eben genauso festzustellen. Wohlgemerkt, wir schätzen die Arbeit der Beratungsstellen sehr und sind froh, dass den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen ein derart plurales und wohnortnahes Angebot zur Verfügung steht. Die heutige Struktur der Beratungsstellen in Hessen ist über Jahre gewachsen und soll unbedingt erhalten bleiben. Natürlich ist auch mir bekannt, dass die Arbeit zeitintensiver geworden ist und dass sich Konflikte, in denen sich Frauen befinden, häufig auch auf einer anderen und komplizierteren Ebene abspielt als in der Vergangenheit.
Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass vermehrt auch geflüchtete Frauen mit teilweise ganz anderen Voraussetzungen, aber auch anderen Konfliktpotenzialen auf die Beratungsstellen zukommen. Deswegen wehre ich mich auch vehement gegen vielfache Bestrebungen von verschiedenen Seiten, am Versorgungsschlüssel zu drehen, um darüber zu einer Kostenreduktion zu kommen. Der Ländervergleich sieht aber eindeutig Hessen an der Spitze der Länder, und das wird auch so bleiben. Kurz, das Land Hessen sieht und fühlt sich auch zukünftig verpflichtet, gerade auf den besonders sensiblen Gebieten der allgemeinen Beratung zur Schwangerschaft wie auch der Schwangerschaftskonfliktberatung die Erfüllung des Sicherstellungsauftrages zu gewährleisten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Gebiet keines ist, auf dem leichtfertig gespart werden kann und soll. Der Gesetzentwurf hat dies wohl abgewogen. Es spricht alles dafür, dass der gesetzliche Förderanspruch, der den freien Trägern zusteht, auch zukünftig erfüllt werden wird. Ich bin auf die Beratungen des Gesetzentwurfs gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grüttner. In genau diese Beratungen steigen wir jetzt ein. Als Erstes hat sich für die SPD-Fraktion Frau Gnadl gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Titel des Gesetzes klingt vielleicht etwas technisch. Deswegen möchte ich noch einmal am Anfang auch erklären, um was es geht. Ungeplant und vielleicht ungewollt schwanger zu werden und dabei vor der Frage zu stehen, ob die Schwangerschaft bis zum Ende ausgetragen werden kann, soll oder nicht. Das ist für die betroffenen Frauen eine sehr belastende Situation. Und in dieser schwierigen Lage sollen die unterschiedlichen Beratungsstellen den betroffenen Frauen zur Seite stehen, sie informieren und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, um sie eben bei ihrer Entscheidung bestmöglich und ergebnisoffen zu beraten. Deswegen ist es gut und wichtig, dass wir ein vielfältiges Beratungsangebot hier in Hessen haben und somit die Frauen auch die Möglichkeit für diese unabhängige Beratung erhalten. Der Staat und in diesem Fall das Land hat ein flächendeckendes und ausreichendes Beratungsangebot sicherzustellen in Verantwortung gegenüber den betroffenen Frauen. Die vorgelegte Novellierung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerenkonfliktgesetz enthält im Wesentlichen zwei Änderungen. Einerseits die Verlängerung der Auswahlperiode auf 3 Jahre und zweitens die Einführung einer Kostenpauschale für die vertrauliche Geburten. Das sind grundsätzlich aus unserer Sicht auch zwei zu begrüßende Änderungen, aber aus unserer Sicht ist das nicht genug. Aus unserer Sicht wäre mehr nötig gewesen bei dieser Novellierung. Statt auf die von mehreren Verbänden und Trägern der Beratungsstellen in der Regierungsanhörung genannten Hinweise einzugehen, haben Sie sich entschieden, im Wesentlichen den Status quo vorzuschreiben. Die berechtigten Forderungen aus der Praxis wurden bei dieser Novellierung nicht aufgegriffen. So gab es etwa die Forderung, die Bestimmung des Schwangerenkonfliktgesetzes auch in das Hessische Ausführungsgesetz zu übernehmen, wonach von dem Schlüssel von mindestens einer Beratungsvollzeitstelle je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner dann abgewichen werden soll, wenn die Tätigkeit der Beratungsstellen mit dem vorgesehenen Personal auf Dauer nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Das wäre vor allen Dingen auch für kleinere Beratungsstellen in ländlichen Regionen mit einer geringeren Bevölkerungsdichte nötig gewesen. Es hätte auch ein Signal sein können, dass das Land eben nicht nur das absolute Mindestmaß an Förderung gewährt, sondern auch bereit ist, von dem genannten Schlüssel abzuweichen, wenn es um das Ziel geht, arbeitsfähige Beratungsstellen und damit auch eine verlässliche Beratung für Frauen im Konfliktfall sicherzustellen.
Erschwerend kommt aus unserer Sicht hinzu, dass die Beratungsstellen in den letzten Jahren mit immer neuen Aufgaben betraut wurden und sich mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert sehen. Der zusätzliche Beratungsbedarf durch die medizinischen Fortschritte hat Herr Minister Grüttner bereits erwähnt. Auch die bisherige Zunahme bzw. die noch zu erwartende Zunahme von Beratungssuchenden mit sehr geringen Deutschkenntnissen oder mit verschiedenen gleichzeitig auftretenden Problemen belasten die Beratungsstellen und binden Ressourcen. Diese Herausforderungen wurden zwar jetzt in der Einbringung des Gesetzentwurfs von Minister Grüttner angesprochen, aber es wurde keine Lösung hierfür präsentiert. Hier wäre eine Förderung über das bundesgesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß hinaus notwendig aus unserer Sicht, denn schon jetzt müssen die Träger der Beratungsstellen teilweise mehr als ein Drittel der Beratungskosten selbst beisteuern, wohlgemerkt für eine gesetzlich vorgeschriebene Beratungsleistung. Das kann und darf aus unserer Sicht so nicht bleiben. Ein Schritt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte etwa sein können, die staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzte nicht bei der Kalkulation der geförderten Beratungsstellen mit einzurechnen, wie es etwa die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen gefordert hat, oder zumindest die tatsächlichen Beratungsanteile in der Berechnung zu berücksichtigen. Ebenso sind sie der Forderung nach einer Aufstockung des Anteils für Beratungskräfte bei der Berechnung der Förderpauschalen von 80% auf 90% nicht gefolgt. Auch hier wird nicht einmal der gute Wille erkennbar, mit der Novelle die Schwangerenkonfliktberatung in Hessen qualitativ verbessern zu wollen. Gleiches gilt für die Forderung, die Förderpauschalen an der Personalkostentabelle des Landes auszurichten, um die realen Personalkosten der Beratungsstellen besser abzubilden. All diese Forderungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, klingen vielleicht auch etwas technisch, aber im Kern geht es doch darum, den Frauen die bestmögliche Beratung und Unterstützung in einer sehr schwierigen und belastenden Situation zu gewährleisten und ihnen bei ihrer Entscheidung bestmöglich zu unterstützen und ihnen dabei eben eine ergebnisoffene Beratung zuteilwerden zu lassen. Und alles in allem ist Ihr Gesetzentwurf im Wesentlichen die Fortschreibung des Status quo. Es wird offensichtlich, dass der Landesregierung und der schwarz-grünen Koalition nicht daran gelegen ist, die Beratungsangebote für Schwangere im Konfliktfall substanziell zu verbessern. Stattdessen zählen Sie darauf, dass die Träger den zusätzlichen Beratungsbedarf mit Eigenmitteln auffangen. Und hier findet ein Trend einer Verlagerung eben auch der Finanzierung statt, hin zu den Trägerorganisationen. Und wir hoffen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die berechtigten Forderungen der Träger am Ende einer parlamentarischen Anhörung noch zu substanziellen Änderungen am Gesetz der Landesregierung führen. Denn wir alle dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, eben den betroffenen schwangeren Frauen zu helfen, sie bestmöglich zu unterstützen. Und dafür muss das Land aus unserer Sicht die Voraussetzungen weiter verbessern. Danke schön. Danke, Frau Gnadl. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute in erster Lesung mit dem Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz und mit dem Thema der schwangeren Beratung in sehr herausfordernder Art und Weise für die Menschen, die leisten müssen, jeden Tag leisten müssen, und die auch in Hessen, und ich glaube, da haben sich viele der Fachpolitiker ja auch ein Bild vor Ort gemacht, ganz hervorragend geleistet wird. Und deshalb auch erst einmal mein Dank an all die Menschen, die diese Arbeit hier vollbringen, in oftmals nicht ganz einfacher Situation. Und da wird Gutes und Richtiges geleistet.
Wenn wir uns die Fakten ansehen, dann ist das trotzdem eine Leistung, die auch vom Land honoriert wird. Wenn man in den Haushalt schaut, sind da über 9 Millionen Euro eingestellt, also eine schon enorme Summe, die das Land dieser wichtigen Aufgabe auch zuordnet. Und ich glaube auch, dass dieses Geld sehr gut angelegt ist. Und natürlich muss man auch immer im Auge behalten, was für dieses Geld geleistet wird. Dass das Land sich deshalb vorbehält, auch immer zu prüfen, ob die Beratungsstellen ausgelastet sind, das ist natürlich nachvollziehbar. Aber dennoch ist die Art und Weise, wie das Land sozusagen mit jährlichen Förderbescheiden arbeitet, natürlich schon eine Herausforderung für die Planungssicherheit der entsprechenden Träger. Und es wäre schön, wenn man hier zu einer anderen Praxis übergehen könnte. Denn die Veränderung, die man jetzt alle 3 Jahre nur noch feststellt, könnte natürlich auch nach sich ziehen, dass man natürlich auch nur alle 3 Jahre die Förderung verändert. Und darum könnte man doch zumindest auch hier von dieser Praxis ein Stück weit Abstand nehmen. Mir ist natürlich bekannt, dass hier nicht die treibende Kraft das Sozialministerium ist, sondern eher das Finanzministerium. Aber dennoch wäre es, glaube ich, für die Trägerlandschaft schon auch ein Signal. Der erste Schritt zu sagen, alle 3 Jahre wird geprüft, ist immerhin schon mal eine in die richtige Richtung. Und das ist auch der zweite Bereich, dass man hier die vertrauliche Geburt auch entsprechend als besondere Beratungssituation extra honoriert, finde ich, ist angemessen. Aber auch jetzt einmal diesen Versuch zu starten, zu überlegen, ich honoriere das eben nur, wenn eben nicht die Beratung auch abgebrochen wird, sondern eben auch zu Ende geführt wird. Da bin ich mal gespannt, wie die Beurteilung eines solchen Vorgehens ist, was ja, glaube ich, jetzt auch eher mal so ein bisschen Pilotcharakter hat. Da bin ich auch mal gespannt, wie damit umgegangen wird. Ein Kritikpunkt möchte ich trotzdem aus meiner Sicht einführen. Natürlich wissen wir alle, dass die Anrechnung der Arztstellen auf die Betreuung dazu führt, dass hier 20% der eigentlichen Leistung reduziert wird, die man den Ärzten zuschlägt. Dass das jetzt ausgeweitet wird und man so durch die Hintertür vielleicht ein Stück weit ausgeweitet wird, wenn wir in der Anhörung ja dann überprüfen können, dass das ausgeweitet wird. Dass wir dann gucken, dass hier irgendwo doch eine Einsparung vorgenommen wird, das werden wir uns ganz genau angucken. Wir haben in wirtschaftlich sehr schwieriger Zeit festgestellt, dass die hessischen Konfliktberatungsstellen im Bundesdurchschnitt gut finanziert sind. Das wissen wir, und deshalb haben wir vor einigen Jahren da ja auch mal eine Kürzung vorgenommen. Und ob man das jetzt fortsetzen muss in der jetzigen Situation, das werden wir uns ganz genau angucken. Also wenn das so ist, so wie ich es gelesen habe, dann wird es ein Konfliktpunkt oder zumindest mal ein Kritikpunkt aus unserer Sicht sein. Wir werden die Anhörung abwarten und dann das Gesetz bewerten. Da kann ich jetzt zu unserem Abstimmungsverhalten noch nichts sagen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Erfurth gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird es auch in Hessen weiterhin die Schwangerschaftskonfliktberatung auf einem hohen Niveau sichergestellt. Und auch an dieser Stelle mein Dank an die Trägervereine, die jetzt im Augenblick diese schwierige Arbeit leisten und die sie aller Erwartung nach ja auch weiterhin leisten werden. Ich glaube nicht, dass sich in der Trägerlandschaft so sehr viel verändert. Wir alle kennen ja die Vereine und Verbände, die da aktiv sind. Und mit diesem Entwurf wird weiterhin zugesichert, dass mindestens eine Beratungsstelle pro 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Hessen sichergestellt wird. Und sie begrenzt, das lese ich anders als Sie, Herr Kollege Rock, sie begrenzt im Sinne der Trägervielfalt die Zahl der Ärztestellen auf 20% der Beratungsstellen. So steht es in dem Entwurf, und so ist es auch gemeint. Ja, und erstmals, zumindest lese ich es so. Ich bin sehr gespannt, wie wir in der Anhörung da die unterschiedlichen Positionen austauschen können. Und erstmals regelt dieses Gesetz auch die Kostenerstattung für die vertrauliche Geburt. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Da haben auch Sie darauf hingewiesen, Frau Gnadl. Die vertrauliche Geburt ist ja gibt es seit Mai 2014, ist ein Bundesgesetz. Und diese Regelungen sind jetzt erstmals in Kraft, und sie sichert schwangeren Frauen zu,
dass sie ihre Identität nicht offenlegen müssen, aber dass sie trotzdem den sicheren Rahmen eines Krankenhauses in Anspruch nehmen können, um ihr Kind zur Welt bringen zu können, und dass sie trotzdem sie anonym bleiben wollen, doch einen sicheren und geschützten Rahmen haben können, um ihr Kind gebären zu können. Dabei wird die Anonymität der Mutter sichergestellt, und es gibt auch ein Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass das Kind später einmal Auskunft über seine Herkunft erhalten kann. Dieses gesamte Verfahren, das ich jetzt nur sehr rudimentär beschrieben habe, ist sehr aufwendig und auch beratungsintensiv. So eine schwangere Frau kommt ja nicht in eine Beratungsstelle mit dem festen Vorsatz, ich will jetzt anonym gebären und wie geht das, sondern das ist sozusagen ein sehr intensiver Prozess, bei dem Beraterinnen und schwangere Frau den Weg erst einmal finden müssen und können, wie denn so eine anonyme Geburt, wenn sie denn die Lösung ist für die jeweilige Problemlage der Frau, wie denn dieses Gespräch geführt wird. Es gibt bisher ganz wenig Erfahrungen mit diesem Gesetz und auch mit der Kostenerstattung. Deshalb finde ich es gut, dass wir es jetzt einmal angehen und hier geregelt haben. Und ich bin da auch sehr gespannt, wie die Trägerverbände mit dem Vorschlag aus dem Sozialministerium umgehen. Und auch da werden wir ja in der Anhörung einiges erfahren. Und gut und sicher, auch im Sinne der Träger, ist, dass das Auswahlverfahren jetzt verstetigt wurde. Bisher wurde ja jedes Jahr geschaut, ob der Schlüssel noch passt, ob eben eine Beratungsstelle im Verhältnis zu 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern da ist. Und dann gab es immer so kleine Abweichungen, wo dann der Stellenschlüssel angepasst werden musste. Das ist eigentlich für die Träger sehr arbeitsintensiv und auch nicht unbedingt im Sinne eines stetigen Verfahrens. Und deshalb ist es gut, dass man sagen, wir machen Planungssicherheit, Anpassungen alle nur noch alle 3 Jahre. Auch das ist, glaube ich, eine Verwaltungsvereinfachung auf beiden Seiten und ein guter und richtiger Weg. Und eine Entscheidung, die haben Sie ja sehr in den Mittelpunkt Ihrer Betrachtung gestellt, Frau Gnadl, mit der die Träger nicht so zufrieden sind, soweit ich das auch in der Debatte verfolge, ist die Förderhöhe. Ja? Die Diskussion kennen wir aus den Vorjahren. Es gibt immer wieder den Wunsch der Trägerverbände, dass die Förderpauschale anders ermittelt wird, höher ermittelt wird, sich die Kostenanteile anders zusammensetzen. Sie haben sehr richtig darauf hingewiesen, Herr Rock. Wir haben in Hessen ein relativ hohes Förderniveau. Wir sind im oberen Drittel aller Bundesländer. Deshalb, ich glaube, es war schwarz-gelb, wo auch einmal die Förderhöhe abgesenkt worden ist. Und wir haben dann wieder ein bisschen obendrauf gesattelt, ja, insgesamt, weil nämlich dann die Trägervereine plötzlich sehr in Existenznöte kamen. Insgesamt haben wir eine Förderhöhe, ich sagte es bereits, die im oberen Drittel aller Bundesländer liegt. Und die Pauschale soll ja auch nicht statisch sein. Sie wird angepasst sozusagen über die Tariferhöhungen. Zumindest steht es so in dem Gesetzentwurf. Ich weiß, dass es hier wahrscheinlich Unmut gibt bei den Trägerverbänden, und ich bin sehr gespannt auf die Anhörung, was wir da für Argumente noch hören werden und wie wir sie dann an den Punkten auswerten können. Der Minister hat ja schon einiges dazu gesagt, und ich bin sehr gespannt, wie wir das dann auch in der Debatte vertiefen. Insgesamt ist mit dem Gesetzentwurf jetzt der Weg wieder beschritten, damit wir die Schwangerschaftskonfliktberatung auch ab dem nächsten Jahr wieder absichern können. Das Gesetz läuft ja zum Ende dieses Jahres aus. Und für mich ist auch und für meine Fraktion damit der Weg eröffnet, dass wir weiterhin auf einem hohen Niveau die Schwangerschaftskonfliktberatung sicherstellen können und dann auf einem hohen Niveau auch diese Beratungsstellen weiterhin finanzieren können. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurth. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen jetzt über einen von sechs Gesetzentwürfen, die diese Woche in die erste Lesung gehen. Das ist das typische Septemberfieber. Erst beschließen die Regierungsparteien Befristungen, und dann kommt die Landesregierung nicht zu Potte, wenn es um die Verlängerung bzw. die Aktualisierung geht. Entweder hat diese Landesregierung keinen Wiedervorlagemappen, aber da könnte ich Abhilfe bei schaffen, ich kann Ihnen ein paar schenken. Oder
Sie denkt sich, wie können wir die Opposition ein bisschen ärgern oder wie sorgen wir dafür, dass möglichst wenig von dem, was wir hier tun, an die Öffentlichkeit gelangt, dass wenig Widerstand gegen unsere Gesetzesvorhaben entstehen kann. Wie sorgen wir dafür, dass es keine Änderungsanträge eingereicht werden, immer mit dem Druck, wir müssen das ja durchkriegen zum Ende des Jahres. Das ist doch gelungen. Herzlichen Glückwunsch. Meinetwegen können Sie das ja so machen. Aber nicht, wenn es um so etwas geht wie Schwangerschaftskonfliktberatung oder bei einem lang erwarteten Gesetz wie das für psychisch Kranke, für Pflegeberufe und Heilberufe. Hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Menschen, hier geht es nicht um Steine und Asphalt, wo man mal eben auf die Tube drücken kann. Und nichtsdestotrotz will ich mich nicht davon abhalten lassen, mich mit den inhaltlichen Fragen dieses Gesetzes zu beschäftigen. Immerhin ist in Deutschland Schwangerschaftsabbruch nach wie vor strafbar. Mit der Konstruktion der Konfliktberatung nach § 219 StGB gehen Frauen und Ärztinnen sowie Ärzte straffrei aus, wenn sie die Regelungen einhalten. Allerdings ist dies nur einer von sechs Punkten, die dem Schwangerschaftskonfliktgesetz vorgesehen sind und die in den Beratungsstellen geleistet werden müssen. Dazu kommen Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung, Beratung zu familienfördernden Leistungen, Vorsorgeuntersuchung bei Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung, soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, Methoden und psychische sowie physische Folgen eines Abbruchs, Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft sowie die rechtlichen und psychologischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit einer Adoption. Die Schwangere ist darüber hinaus bei der Geltendmachung von Ansprüchen sowie bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei der Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen. Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die Nachbetreuung nach einem Schwangerschaftsabbruch oder nach der Geburt des Kindes. Und schließlich und endlich geht es um die anonyme Geburt. Das ist eine Menge Holz, was die Beratungsstellen hier zu leisten haben. Da stellt sich schon die Frage, ob die Ausstattung der Beratungsstellen noch zeitgemäß und ausreichend ist. Schließlich werden auch in diesem Aufgabengebiet die Dinge nicht einfacher. Das hat ja sogar der Minister eingeräumt. Die Beraterinnen und Berater stehen vor enormen Herausforderungen, ob es Familien betrifft, die finanzielle Probleme haben und nicht wissen, wie ein weiteres Kind versorgt werden kann, die gesundheitliche Probleme somatischer oder psychischer Art haben, die unter belastenden Arbeits- und Lebensbedingungen leiden, die Probleme rechtlicher Art haben oder bei denen sprachliche und kulturelle Fragen eine Rolle spielen. Die Beratungseinrichtungen stellen fest, dass immer mehr Frauen aus EU-Ländern, manches Mal ohne Versicherung und sicherem Aufenthaltsstatus, und Frauen mit Flüchtlingshintergrund in den Beratungsstellen ankommen. Hier sind besondere Kompetenzen und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter erforderlich, die den sprachlichen und kulturellen Zugang verstehen. Allerdings verschärft die Landesregierung mit ihrem Gesetzentwurf die aktuell schon schwierige Situation. Gerade im Regierungsbezirk Darmstadt sind nicht wenige Ärztinnen und Ärzte zugelassen, die die unmittelbare Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 8 durchführen. Allerdings führen sie diese nicht in dem Umfang durch, für den sie zugelassen sind. Das hat zur Folge, dass die Kapazitäten in den Beratungsstellen eingeschränkt sind. Der neue Gesetzentwurf bezieht sich aber nicht nur auf den § 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, sondern auch auf § 3 und somit auf alle Beratungen, die die Stellen anbieten, wie ich es zuvor aufgezeigt habe. Ich frage die Landesregierung ganz konkret, was sie damit beabsichtigt oder erreichen will. Dass Wartezeiten noch länger werden und noch weniger Beratungen stattfinden können? Es sollte selbstverständlich sein, dass die Beratungseinrichtungen eine Planungssicherheit haben. Dann bitte ich Sie, das genau so ins Gesetz zu schreiben. Für die Personalplanung ist es wichtig, dass rechtzeitig bekannt wird, wer in welchem Umfang beauftragt wird. Es werden nur 80% der Personalkosten einer Personalstelle E10, und das ist viel zu wenig für eine qualifizierte Kraft, und 10% einer Stelle für die psychologische Kraft gefördert. Was ist mit dem Rest der 100%igen Beratungskraft, die berechnet wird? Und die Einrechnung einer Verwaltungskraft in eine Beratungsstelle ist ja völlig unstatthaft. Dazu kommt, dass viele Arbeitgeberkosten, die tariflich sind, wie Altersversorgung und Kinderzuschlag, nicht einberechnet sind. Das darf doch nicht sein. Es gibt doch in Hessen ein Tariftreuegesetz. Ja, es gibt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, aber da steht mindestens 80%, nicht höchstens. Und deswegen müssen Sie sich auch nicht an mindestens halten. Es wäre mal angezeigt, hier das zu fördern, was notwendig ist.
Schön ist die Tatsache, dass die Beratungsstellen die zusätzlichen Kosten für das Verfahren der vertraulichen Geburt erstattet bekommen, aber leider nur, wenn das Verfahren bis zum Ende durchlaufen wurde. Was soll das? Eine Beratung dient dazu, einen Weg zu finden, und nicht ein bestimmtes Ergebnis wird besser bezuschusst als ein anderes. Das heißt doch am Ende, dass dann die Beratungsstelle womöglich an irgendeiner Stelle überlegt, wir beraten jetzt weiter in diese Richtung, damit wir dann für die bereits geleistete Arbeit auch ein Entgelt bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Also entweder es wird beraten in diesem Sinne, dann ist es Beratung, die ist ergebnisoffen, und dann muss auch die Förderung dafür möglich sein. Ich sehe, es gibt eine Menge Nachbesserungsbedarf. Wobei ich der Landesregierung hier nichts Neues sage. Das hätten Sie bereits in der Regierungsanhörung durchaus wahrnehmen und beherzigen können. Fragt sich nur, warum Sie es nicht getan haben. Meine Hoffnungen auf Änderungen nach der Anhörung im Ausschuss sind nach den letzten Erfahrungen gerade mit dem Gleichstellungsgesetz gering. Allerdings lasse ich mich im Interesse der betroffenen Frauen und Männer und der Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter in den Beratungsstellen gerne von Ihnen positiv überraschen. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Ravensburg das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, zum 31.12.2016 läuft das bisherige Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz aus. Es muss und es wird novelliert werden. Aber, Frau Schott, die von Ihnen vorhin geäußerten Vorwürfe weise ich entschieden zurück. Sie haben selbst eben auf die Anhörung hingewiesen. Selbstverständlich ist seit Langem die Landesregierung mit den betroffenen Beratungsstellen im Gespräch und hat auch eine Evaluierung dieses Gesetzes vorgenommen. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Denn wir brauchen die Beratungsstellen. Frau Gnadl hat vorhin auf das zugrunde liegende Bundesgesetz, das Schwangerschaftskonfliktgesetz, sich bezogen und hat aber sich insbesondere auf den § 8, nämlich die Schwangerschaftskonfliktberatung, hingewiesen. Ich möchte ausdrücklich ergänzen, wie meine Kollegin Frau Erfurth eben auch schon gesagt hat, ein wesentlicher Schwerpunkt für die Beratungsstellen ist seit 2014 auch die vertrauliche Geburt. Das begrüßen wir selbst sehr. Und ich möchte auch auf den § 2 noch einmal ausdrücklich hinweisen. Das ist nämlich die allgemeine Schwangerschaftsberatung. Das ist mir sehr wichtig, denn hier wird in vielen Fragen der Sexualaufklärung, der Verhütung, Familienplanung, aber auch der Schwangerschaft und allen Fragen, die darum herum sich kutieren, nämlich die wirtschaftliche, die soziale und die gesundheitliche Situation der Schwangeren betreffend, beraten. Und wir wissen ja alle, dass nicht alle Beratungsstellen, die vom Gesetz erfasst sind, nur die § 8 Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung machen, sondern die auch gerade in diesem Bereich § 2 ihren Schwerpunkt haben. Um dieses Beratungsangebot für die Frauen, und ich weise ausdrücklich auch darauf hin, dass auch Männer beraten werden, dass diese Beratung, die oftmals in schwierigen Konfliktsituationen erfolgt und wichtige Hilfestellung wirkt, dass die auch zukünftig flächendeckend in einem differenzierten und pluralen Beratungsangebot zur Verfügung stellt, dafür machen wir oder verlängern wir jetzt das Hessische Ausführungsgesetz. Damit habe ich nämlich schon eines der wichtigen Ziele erwähnt, nämlich die Festlegung im Gesetz, wer soll zukünftig beraten. Und deshalb ist mir wichtig zu sagen, dass auch zukünftig die Beratungssuchenden in Hessen zwischen unterschiedlichen Beratungsstellen, die unterschiedliche weltanschauliche Ausrichtungen haben, wählen können, neben konfessionellen und nicht konfessionellen Wohlfahrtsverbänden wird auch zukünftig die freien Träger, die kommunalen Träger, der Herr Minister hat darauf hingewiesen, aber auch die Arztpraxen, und auch das wird von Beratungssuchenden gewünscht, hier in Hessen
angeboten. Und das zweite Ziel unseres Gesetzes ist die Regelung der Finanzierung der Beratungsstellen. Daraufhin hat auch der Minister hingewiesen, das Bundesverwaltungsgericht hat eindeutig festgeschrieben, dass das Land 80% der notwendigen Personal- und Sachkosten zu übernehmen hat. Und, meine Damen und Herren, diese Forderung wird von Hessen mit der Zahlung einer Pauschale erfüllt. Wir stehen hier mit dem Bundesländervergleich sehr gut da, und wir haben hier ein unbürokratisches und einfaches Verfahren seit 2011 eingeführt. Das hat sich bewährt und sollte deshalb in meinen Augen auch fortgesetzt werden. Darüber hinaus werden in diesem vorliegenden Entwurf noch wichtige qualitative Verbesserungen aufgrund der Evaluation für die Beratungsstellen vorgenommen. Ich möchte die nur punktuell erwähnen, nämlich die Verlängerung des Planungszeitraums im Auswahlverfahren auf 3 Jahre. Auch da hat Kollegin Erfurth darauf hingewiesen. Denn es ist tatsächlich auch begründet, dass die jährliche Fortschreitung gerade bei der schwierigen Personalmarktsituation für die Beratungsstellen zunehmend zu Schwierigkeiten führt, bei der Personalrekrutierung, aber auch überhaupt bei ihrer Planung der Geschäftsstellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt auf 3 Jahre verlängern. Aber dass die Förderung selbst, darauf will ich noch hinweisen, weiterhin jährlich erfolgt und damit auch zukünftig jährlich eine dynamische Anpassung der Pauschalen auch während eben dieses 3-jährigen Planungszeitraums ermöglicht wird. Und ein weiterer Punkt ist die gesetzliche Verankerung des Stichtags für die Bevölkerungsermittlung. Der Minister hat darauf hingewiesen, dass ermittelt werden muss, pro 40.000 Einwohner ist eine Stelle vorgesehen. Und dieser Stichtag wird jetzt gesetzlich verankert. Und zusätzlich, auch das haben die Kolleginnen erwähnt, und auch Kollege Rock, wird die Finanzierung der Beratungsleistung als Pauschale auch bei der vertraulichen Geburt mit abgesichert. Das halte ich für eine sehr gute Möglichkeit, denn gerade bei der vertraulichen Geburt besteht ganz erheblicher Beratungsbedarf über dieses Verfahren und auch um den Schwangeren Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf stellt auch zukünftig flächendeckend das wohnortnahe Beratungsangebot in Hessen in diesem sehr sensiblen und für die Betroffenen schwierigen Bereich sicher. Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. So sehen wir den Beratungen im Ausschuss und in der Anhörung interessiert entgegen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ravensburg. Wir sind am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozial- und Integrationsausschuss.